Holz. Und Diamant. Ah, Diamant hält ja auch ewig lang. Deswegen machen wir jetzt hier, wir benutzen die jetzt hierfür. Jetzt haben wir sie ja eh gebaut und ein bisschen schneller ist sie ja auch. Ich hätte jetzt im Nachhinein wahrscheinlich gesagt, Eisen würde eigentlich reichen als Axt. Aber jetzt haben wir die, jetzt benutzen wir die auch komplett und die wird so schnell nicht kaputt gehen. Deswegen. Ja, ich baue das jetzt hier auch am Stück. Also eine Folge haben wir jetzt hier schon komplett hier mit uns beschäftigt. Ich denke mal, 1,5 weitere Folgen wird es noch geben. Ah, wahrscheinlich sogar 2 Folgen. Also die nächsten beiden Folgen, die sind wir hier wohl auch noch mit ein bisschen mit beschäftigt. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Minecraft halt bauen und wieder abreißen und verändern, so oft man möchte, ist ja nicht unbedingt schlecht. Also im Real Life kann man nicht mal eben kurz hier wieder die Wand abreißen und eine neue bauen, weil es wieder hübscher ist oder weil einem das besser gefällt. Also es geht schon, aber es kostet schon ein bisschen Geld dann. Dann machen wir das lieber so. So, jetzt fallen wir gleich. Und, na, wo ist der letzte Block? Da ist er. So, ja, ist ja noch nicht so, nicht so viel weitergekommen. Vielleicht nervt hier auch dieses Dingens hier. Ach so. Tja, da haben wir ein kleines Skelett. Was machen wir mit dem? Aua. Also ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt wirklich kein Schwert hier. Sollten wir uns das einstecken? Wo haben wir das? Das war super geschickt. Und das war auch super geschickt. So. Wo haben wir jetzt das Schwert? Schwert. Hier haben wir ein Steinschwert. Ja, das sollte auch ausreichend sein. Und wir brauchen auch was zu futtern. Haben wir hier nicht noch Steaks gehabt? Oder sind die ganz oben? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber irgendwie sieht es so aus, als sind die oben. Ja gut, das ist doof. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt das Skelett hier abräumen. So, wo ist er? Da oben. Komm mal her, Kumpel. Warum brennst du nicht? So. Und jetzt bauen wir uns wieder ratzfatz nach oben. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir oben das Futter haben und dass das nicht irgendwo weggekommen ist. Tja. Die Hühnerfarm, ja gut. Da können wir eigentlich auch mal ein bisschen beigehen und uns da wieder ein Steak mit Hühnerbeinchen rausholen. So. Mal ein bisschen hier für Sand sorgen. Und dann geht's wieder nach oben. Dann haben wir schon die dritte Linie. Ah ja, okay. Ich habe eben schon ein bisschen Angst gehabt. Aber gut. Dann werden wir jetzt ein bisschen hungern. Wolken. Okay, Wolken. Sind wir jetzt ungefähr auf dem Wolkenlevel? Aber wenn wir oben sind, dann futtern wir uns erstmal wieder den Wanz voll. Und das reicht dann erstmal wieder. Boah. Bisschen nerven tut das ja schon, ne? So. Wir sind oben. Dann schauen wir mal. Hier haben wir ein paar Steaks. Ups. Und die hauen wir uns jetzt mal rein. Und ich muss sagen, also hier wirklich die Bäume. Alter Falter. Die sind ja hier ganz gut am Wachsen. Die machen wir hier mal wieder weg.
Und in der Zeit, wo wir runter und hoch gehen, sollten dann hier optimalerweise. So, wie mache ich das hier bei denen? Dann nehmen wir doch nochmal hier eine Schaufel. So. Und in der Zeit, wo wir uns wieder nach unten und nach oben wieder zurückbauen, sollten doch optimalerweise die ganzen Saplings hier runtergefallen sein, ne? Boah, wir werden so viel Holz brauchen, aber wir haben auch gleich so viel Holz dabei. Ja, ich könnte eigentlich die Schaufel hier und die Axt nebeneinander machen. Aber die hat eh nicht mehr so viel. Ich packe da einfach gleich in den Slot die Schaufel hin. Und dann passt das. So, gut, der hier kommt auch weg. Gut, und er hier. Ja, es hat man schon irgendwie ein besseres Gewissen, wenn man hier die Bäume weghaut, die hier oben sind, die man selber angepflanzt hat, als wenn man sich da an den Dschungel rantraut. So. Boah, wie viele sind das gewesen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, und jeden Baum, wo man auch vom Boden aus nach ganz oben kommt, ist doch irgendwie immer eine Erleichterung. Ansonsten immer hier da sich wieder den nachzubauen, damit man dann nach oben kommt, das ist immer nachher Zeit, ist das ein bisschen nervig. Deswegen mag ich hier die kleineren Bäume auch ein bisschen lieber. So, aber an die größeren müssen wir auch an. Und es wird schon wieder ein bisschen dunkel. Da ist dann schon wieder der nächste Tag rum. Ah, verdammt. So, die machen wir mal hier hin. Und das kommt. Nein. Die behalten wir. So. Jetzt kommen wir da ran. Super. Und jetzt hauen wir das hier wieder weg. Gut, ihn hier noch. Und dann heißt es, glaube ich, erst einmal schlafen. So, dann nehmen wir hier schon mal den. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jungs, ey, lasst mich in Ruhe. Was zum Henker? Notklappe. Oh, und ein Zombie. Ich fass es nicht. Ist hier Wasser? Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Oh, ey, was ein Mist ist das denn bitte? Da habe ich gepennt. Da war ich zu lange wach. Na gut, das spawnt oben alles voll. Das heißt, wir müssen uns jetzt definitiv ein paar Fackeln besorgen. Erstmal wird hier jetzt gepennt. Nicht, dass da noch mehr spawnt. Eieieiei. Und wo ich jetzt eh schon mal hier bin, gehen wir auch mal hier eben kurz zu den Hühnern. So, gib mal her. So, das nehmen wir hier mal alles mit. Na. Tja. Da habe ich mich ja ganz schön verjagt, muss ich sagen. So, wir machen hier erstmal ein bisschen. Befreien uns hier ein bisschen von dem Holz. Tja. Und das Schwert nehmen wir wohl mit.
Und Stickies. Dann nehmen wir hier am besten gleich die hier. Und Kohle brauchen wir. Das heißt, wir bauen uns hier jetzt erstmal ein paar Fackeln. Und dann geht's nach oben. Tja, verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. So. So geht das ja mal nicht. Ich überlege gerade. Brauchen die hier auch Licht? Ist der Rasen zum Wachsen? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Wenn ich das hier so mache, hilft das vielleicht? Tja, wie gehen wir jetzt da nach oben? Wir waren ja... Ja, eigentlich müssen wir nämlich erst wieder einen abbauen, bevor wir Platz haben. Das heißt, wir müssen hier unten durch. Und ich will gar nicht wissen, was uns da oben jetzt erwartet. Aber Freunde werden es nicht sein. Ich hoffe einfach mal, dass da nicht gleich alles in die Luft sprengt. Aber ich glaube, noch sehe ich nichts. Ja, wobei, da guckt irgendwas rein. Ist das eine Spinne? Ich schätze, das ist eine Spinne. Aber wir werden uns jetzt wehren. Und hoffen. Wobei, ich glaube, ja, der Zombie und Skelett, ich weiß nicht, was da oben noch alles gespawnt ist, dürfte eigentlich weg sein durch die Sonne. Aber wir müssen den Creeper, vor allem den Creeper, müssen wir uns gleich ein bisschen aufpassen. Und es war natürlich keine Spinne, sondern nur mein Fadenkreuz. So, dann schnell hoch. Zack. So, Leute, wo seid ihr? Weg. Gut. Ja, Glück gehabt. Oder hier. Oder nicht, dass da irgendwie auf dem Baum oder so. Nee. Sehr gut. Gut, jetzt werden wir hier erstmal provisorisch ein paar Fackeln hinschmeißen. Das ist nicht schön. Aber das sollte es ja auch nicht sein. Das soll uns nur vor Gästen bewahren. So. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den... Eigentlich waren wir bei den Bäumen stehen geblieben, aber ich mache jetzt hier unten erstmal wieder weiter. Und welche nehmen wir? Nehmen wir ruhig die hier mal. Und dann geht's wieder runter mit der Diamantaxt. In einem Wahnsinnstempo. Tja. Tja, ich kann... Irgendwann komme ich dann immer wieder auf den Trichter, wenn ich nicht weiß, was ich erzählen soll. Dann komme ich irgendwann dann immer wieder auf den Trichter, um zu erzählen, was ich dann doch noch für tolle Projekte vorhabe dieses Jahr. Also, es wird noch der eine oder andere Shooter vorkommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht Dishonored, wenn er rauskommt. Und... Ja, ich denke mal auch Richtung November, dass man da auch mal Call of Duty oder Battlefield, je nachdem, was dann da Neues, Innovatives rauskommt, mal anspielt. Ich bin ja nicht so der Shooter-Pro-Gamer. Ich bin eher so, ja, ich spiele eigentlich eher Sportspiele oder halt Indie-Games und sowas. Shooter eigentlich eher selten, aber ja, macht schon auch Spaß. Und ich wollte eigentlich ganz gerne, weil ich gerne auch Formel 1 so gucke, ich verpasse eigentlich fast kein Rennen, wollte ich mir F1 2012 von Codemasters, wollte ich dann Ende des Jahres wahrscheinlich, wenn es dann rauskommt auch, einmal spielen. Und da bin ich noch am Überlegen. Ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich da jeden Sonntag wohl ein Rennen mache.
Und ich würde auch ganz gerne FIFA 13 oder, ja, da bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, entweder FIFA oder Pro Evolution Soccer. Ich tendiere eher Richtung FIFA. Und das wollte ich ein bisschen häufiger spielen. Also da wollte ich eigentlich schon gucken, dass ich da jeden Tag eine Folge rauskriege, wo ich dann auch jeden Tag ein Punktspiel mache. Und ja, das sollte eigentlich auch noch parallel laufen. Und eigentlich auch ganz gerne Fußballmanager. Da bin ich aber wirklich noch am Überlegen, wie man den am besten macht. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch nicht das Spannendste, einen Fußballmanager als Let's Play anzuschauen. Aber da werde ich mir überlegen, ob man da vielleicht, ja, ob man da vielleicht von der Zeit her, parallel läuft, wie auch die Zeit, wo das Let's Play rauskommt. Das heißt, es läuft ja eigentlich immer so eine Trainingswoche. Da muss man halt gucken, dass man dann eine Folge pro Woche dann auch macht. Denn wahrscheinlich dann samstags wird es wahrscheinlich am ehesten passen. Wo man dann wirklich die Woche relativ ausdehnt. Das heißt, man kümmert sich dann auch wirklich um jeden Scheiß.